Seit Sommer hier in Basel, wie haben Sie sich so eingelebt in den ersten Wochen? Sehr gut, also Qualität kann man sehen. Qualität haben wir sehr, Qualität haben wir sehr, Freude zum Trainieren zu fühlen und für mich auch, das war ein guter Schritt. Sie sind ja jetzt mit 27 dann doch schon wieder fast einer der älteren Spieler im Kader. Hat das auch geholfen, um sich schnell integrieren zu können? Was hat mir geholfen ist, dass ich hier in der Liga Erfahrung hatte, schon hatte und ich das fast alle Spieler schon kennengelernt habe und das hat mir sehr geholfen, auch meine Jahrgang, dass ich hier Erfahrung hatte, das schon. Ja, Sie haben ja sehr erfolgreich beim FC St. Gallen gespielt, das Interesse, das war anscheinend auch aus dem Ausland da. Wieso haben Sie sich dann am Ende doch für den FC Basel entschieden? Weil ich wollte unbedingt hier kommen, von Anfang, seit ich in St. Gallen gekommen bin, war mein Ziel war hier zu spielen, einen Tag. Es ging ja dann doch relativ lang, bis es dann offiziell war, die Unterschrift hier in Basel. Wie waren diese Wochen des Wartens so für Sie? Also schwierig, aber ich hatte viel zu viel in St. Gallen auch zu machen, weil wir haben nie so gut gespielt. Wir hatten auch also viele richtige, schwierige Spiele. Und auch ich wollte eigentlich fokussieren an St. Gallen, aber was nicht so schwierig, nein. Jetzt sind Sie hier beim FC Basel. Was hoffen Sie für eine Rolle einnehmen zu können in der Mannschaft? Also für mich wichtig ist zu helfen. Ich komme jeden Tag, um mich zu verbessern, auch meine Kollegen zu verbessern, und das ist mein Ziel. Der FC Basel ist ja schon seit einigen Jahren dafür bekannt, dass man sehr viele gute Spieler im Zentrum hat, wo Sie ja jetzt auch spielen. Was können Sie da mit einbringen, damit es am Ende dann für den Stammplatz reicht? Leidenschaft. Bei St. Gallen, da waren Sie ja noch Captain eben, und jetzt sind Sie in dem Konkurrenzkampf drin um einen Stammplatz. Wie ist diese Veränderung für Sie? Also das ist, was ich wollte. Ich wollte, dass ich viel Konkurrenz habe, dass ich auch meine Kollegen auch helfen kann. Und auch, dass ich kann mich verbessern und ich kann den Verein verbessern. Und darum, ich glaube, dass ich habe da einen guten Schritt gemacht. Sie sind jetzt einer von vielen wichtigen Neuzugängen beim FC Basel. Es sind viele Spieler auch gegangen. Wie haben Sie jetzt in der Vorbereitung das Team erlebt? Ist man schon zu einer Einheit geworden? Man weiß, dass jede Vorbereitung, also jede Saison, wechseln wir ein paar Spiele, aber das ist schon normal und eigentlich gut. Wenig später startet es dann auch schon mit der Liga. Was trauen Sie dem FC Basel dazu in dieser Saison? Also wir freuen uns sehr. Wir wissen, dass wir, was wir machen wollen und was wir machen muss. Und darum freuen wir uns sehr. Haben Sie vielleicht ein konkretes Ziel auch? Also Ziel ist, ich glaube, FC Basel muss jedes Spiel gewinnen. Und das ist unser Ziel, jedes Spiel zu gewinnen und jedes Spiel unser 100% geben.